Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge von Minecraft Leben. Ja, ich werde gerade von den Schafen aufgefressen. Ja, ihr denkt euch bestimmt, Schafe? Wie? Der hat Schafe. Der hat doch immer die letzten Folgen immer Schafe gesucht. Ja, ich bin nach einem Neustart zu meinem Zuhause hier zurückgelaufen und auf einmal waren hier ganz viele Schafe auf einem Haufen. Die habe ich ganz schön eingebaut, diese drei. Und habe mir direkt die Schere geschnappt und erstmal schön die Schafe geschoren. Aber da war ein schwarzes Schaf doch dabei, meine ich. Und ich habe nur graue Wolle gekriegt. Ist das ein Bug oder habe ich was mit den Augen? Auf jeden Fall habe ich sie jetzt gerade geschoren. Ich habe jetzt hier graue Wolle gekriegt, dann habe ich hellgraue Wolle gekriegt. Aber das eine Schaf, das sah komplett schwarz aus. Deswegen wunderte ich mich, dass ich nur graue Wolle gekriegt habe. Ich sammle die ganze Zeit die ganzen Wolle ein hier. Weiße habe ich genug. Ich brauche unbedingt schwarze Schafe. Ja, und die habe ich dann so eingebaut. Hier habe ich es auch versucht, dann sind sie mir rausgesprungen. Deswegen, das räume ich erstmal wieder weg. Das ist auch nur provisorisch da rechts, wo ich die Schafe eingesperrt habe. Aber ist cool, ey, wie schnell die mal wieder Wolle kriegen. Haben sie jetzt schon wieder Wolle? Nee, sind noch nackig, aber das wird schon. Ja, okay, habe ich erstmal so Wolle, auch die ich nicht unbedingt brauche. Okay, weiße brauche ich immer. Die kann ich dann mit Kakteen in grün färben, weil ich brauche ja diese Wolle für meine Flaggen. Ich will ja noch mehrere Flaggen bauen. Das, da oben ist ja nicht die einzigste da. Das ist bis jetzt, ja, jetzt die einzigste, aber die größte. Ich möchte noch mehr von diesen Flaggen bauen. Und deswegen brauche ich immer so ein paar Schäfchen. Jo, Leute, ich habe mir noch mal ein bisschen Gedanken gemacht hier in meinem Zentrum, was ich hier noch so mache. Ich hatte ja mal die Blumenbeete hier angesetzt. Ah ja, hallo Lama. Ich habe übrigens ein Lama, wer das noch nicht gesehen hat. Hier, guckt euch das mal an, Alter. Richtiges Killer-Lama, richtig cool. Kann man eigentlich was reinpacken? Ich denke immer, wenn ich die Kisten sehe, ich kann das hier wie so ein Lager nutzen. Ich kann da irgendwas draufpacken. Das wäre schon cool irgendwie. So ein laufendes Lager ist schon cool. Auf jeden Fall die Blumenbeete hier, die muss ich noch eben mal zu Ende machen hier, bevor ich hier so komische Blumenruinen habe. Ich hatte doch noch andere Blumen. Ach so, diese. Ja, auf jeden Fall habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, dass ich nochmal so einen Steinbogen um die Häuser baue. Ah, ich werde es gleich mal versuchen. Warte mal, irgendwie wollte ich das so diagonal machen hier. So. Irgendwie sieht das nicht so diagonal aus, wie ich das machen wollte. Ach komm, ich knall jetzt einfach nur die Blumen hier hin. Wir wollen jetzt hier keine Wissenschaft draus machen. Sollte halt nur gefüllt sein, das ist mir wichtig. Ich brauche noch ein paar andere Blumen für. Ich will ja jetzt nicht immer dieselben Blumen hinknallen. Hier mache ich das nämlich auch. Vielleicht mache ich hier mal so ein Streifenmuster. Stimmt. Ne, warte mal, da muss der ja weg. Müssen wir immer einen freilassen. Mache ich hier so ein Streifenmuster rein. Hier auch. Alter, hat einer versucht durch Lava zu schwimmen. Ja, das ist natürlich nicht gut. So, da will einer auf sich aufmerksam machen. Siegertyp, ah, cool, Siegertyp, dass du auch mal dabei bist. Ich weiß doch, mein CT2 kenne ich dich doch noch. Player Octai, ah ja, okay, cool, dass du auch Rechte hast. Du warst ja auch in mein CT2 dabei. So, habe ich denn noch, ich hatte doch noch andere Blumen. Okay, die großen hier. Flieder, ich glaube, die packe ich woanders hin. Wo könnte ich die denn erstmal positionieren? Einfach nur so, weil es dann schön aussieht. Ach komm, knallen wir die mal einfach hier oben hin. Schön in der Reihe. Schön, sehr schön. Jo, das können wir ja auch wegmachen. Das war ja unsere provisorische Flagge. Und jetzt erkläre ich euch, was ich meine. Ich möchte gerne hier komplett so einen Bogen um die Häuser ziehen. Ich mache das jetzt einfach mal. Habe ich denn genug Stein? Also die, okay, diese Pflastersteine habe ich schon. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ah ja, genau, ich habe hier noch einen Stack. Okay. Ich mache das mal aus dem Kopf. Ich will aber hier zwischen noch zwei Blöcke freilassen für einen Gehweg. Das heißt, ich fange am besten hier an. Damit das alles hier so, weiß ich nicht, so kleine Gänge sind. Oh, ich brauche hier noch Erde, Alter. Ich muss hier noch Erde aufschütten. Oh mein Gott, ey. Meine Rohstoffe, die gehen so schnell weg, Leute. Ihr könnt mir gerne Rohstoffe schenken, wenn ihr was überhabt. So. Ich muss das einmal provisorisch mal bauen, wie ich mir das auch so ein bisschen vorstelle. Dass man dann halt hier so Bögen hat. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Ah, toll, jetzt habe ich keine Erde mehr. Oh, Leute, vor Leute. Oh. Das ist auch gerade so ein bisschen spontan hier, was ich hier mache. So, wo ist die tolle Erde?
Ach, ich habe doch 27 Erde. Ich Blindfisch, habe ich gar nicht gesehen. Sowieso Art Torbögen sollen das sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt. Wo sind sie? Die brauche ich jetzt mal eben. So. Dann lasse ich hier drei Blöcke drunter frei. Drei. Ja, ich guck mal. Ich muss mal gerade selber. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, Leute, wenn ich gerade ein bisschen leise bin. Ich mache mal eine Probe. Hätte ich mir das so vorgestellt? Ich glaube, der Torbogen ist mir zu klein. Ah, jetzt baut er den so, Alter. Bauen wir wieder ab. Habe ich noch eine Axt hier? Eisenspitz. Ja, komm, ich habe jetzt keine andere. Jetzt sagen wieder alle, ey, nur noch die Eisenspitzhacke für Dings. So will ich den haben. So, genau. Zeig mal her hier. Jetzt mal gucken. Ja, so habe ich mir das schon ein bisschen vorgestellt. Obwohl, das geht eigentlich so, die Größe. Kann man machen. Und dann so komplett entlang erstmal die ganze Seite hier komplett entlang. Das werde ich jetzt auch mal machen. Wie viel habe ich da? Immer zwei Blöcke frei. Das kann man jetzt ganz gut machen. Ich werde jetzt einfach immer nach und nach die Blöcke hinsetzen. Dass man so viele kleine Gänge hat hier. So. So. Das sieht bestimmt mega geil aus. So ein bisschen wie die Römer früher. Ich kann es nicht, kann's nicht so gut erklären, Leute, aber ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Und dasselbe werde ich dann noch auf der anderen Seite hier machen. Und zwar hier auf der Seite. Also so von den Abständen her. Wie viele Abstände haben wir jetzt hier? Haben wir jetzt hier auch zwei? Okay, das passt super. Das ist schon ein bisschen wichtig, dass das gleich hoch alles ist. Und dann werde ich halt immer diese ganzen Bögen hier machen. Diese Art Torbögen. Warte mal, kommen wir hier hoch. Ach komm, mach mal das dann so, Alter. Ein bisschen Jump and Run hier. So, machen wir die erstmal drei hoch. Gehen zwar viele Steine erstmal für drauf, aber es macht nichts. Und genau das, was wir jetzt hier bauen, habe ich vor, auf der anderen Seite auch noch zu tun. Das zu bauen, dass das halt wie eine Abgrenzung aussieht. Und ich muss mal gucken, ob ich das, glaube ich, mache ich auch noch hinter dem Haus. Geht das dann auch noch ein bisschen weiter? Ja, doch. Ich finde das, glaube ich, cool. So, wenn wir das erstmal in Angriff nehmen. Wieder eine kleine Baustelle hier am Start. Ist ja immer ganz gut, wenn man viele kleine Baustellen hat. Dann kann man überall mal so ein bisschen dran bauen. Okay, vier hoch hatte ich die, ne? Jetzt sollte ich hier nicht runterklatschen, sonst muss ich mich gleich wieder hochbauen. Ach, das ist echt so ein bisschen Jump and Run, ne? So. Wir gehen gleich mal zu den Schafen. Da zeige ich euch gleich mal. Ja, das könnten wir jetzt machen, weil ich jetzt runtergefallen bin. Dann zeige ich euch jetzt mal, das eine Schaf ist doch schwarz. Und ich denke doch, da müsste ich doch dann schwarze Wolle rauskriegen. Also klingt auf jeden Fall logisch, so was ich da gerade erzähle. Hier, das ist doch schwarz hier. Das ist doch schwarz. Oder ist das dunkelgrau? Ey, das ist doch schwarz. Das ist doch dunkelgrau. Oder kann man schwarze Schafe nicht scheren? Ah, das wäre aber auch wieder Quatsch, ne? Komm, das versuchen wir jetzt mal. Jetzt passt mal auf hier. Das schwarze Schaf hier, das müsste doch schwarz sein. Ach, scheiße, jetzt habe ich es gehauen. Hier. Komm mal her. Ja, warte, bleib ruhig. So, zack. Jetzt habe ich wieder nur diese graue Wolle gekriegt. Was ist. Und er? Was bist du für einer? Hellgrau. Ach, der ist dunkelgrau, Alter. Ganz ehrlich. Also, das hätten die mal besser farblich machen können. So, jetzt muss ich mich wieder hier erstmal rausbauen. Echt merkwürdig. Echt merkwürdig, okay. Dann lassen wir das halt so. So, gehen wir mal wieder zu unseren Torbögen. Ich kann mir jetzt, stell mir das richtig cool vor. Können aber schon mal hier. Tschüss, Maschine. Obwohl, das können wir da hinten schon mal machen. Ah, das sieht bestimmt geil aus. Dann kann man hier so durchlaufen und so. Das ist schon cool. Dann sieht das immer mehr aus wie so ein kleines Dorf.
Zack. Ich finde das cool, wenn das immer mehr wächst, wenn man immer mehr hier baut. Genauso cool finde ich das, wenn ihr eure Grundstücke so schön zubaut. Gibt es ja schon richtig krasse Sachen, was die Leute gebaut haben. Boah, wie viele Leute ständig jetzt hier rein und rauskommen, ey. Das ist ja ein Kommen und Gehen. Ja, da sieht man mal, dass echt viele bei diesem Projekt mitmachen möchten. Oft einer geht raus. Ah, hier müssen wir einen hoch. Der nächste kommt direkt rein. Jetzt gucken wir uns das mal kurz an. Sieht so ein bisschen aus wie so Teesäulen, ne? Wie so ein Tee. Okay. Gut. Hier müssen wir auch nochmal Stein drauf machen. So, ich glaube, jetzt können wir aber erstmal hier runter. Boah, ich sollte mal was essen, ey. Wie wenig ich jetzt nicht wieder habe. Ständig knalle ich irgendwo runter. Irgendwas passiert immer. So, machen wir das mal hier. Cool, haben wir die erste Seite schon halb fertig. Ich werde natürlich noch ein bisschen dran feilen und ein bisschen gucken, was sonst noch daran geil aussieht. Vielleicht mache ich da noch ein paar Ranken dran oder so. Muss ich mal schauen. Ah ne, der ist noch nicht so hoch. Aber hier könnte ich das schon mal machen. Zack. Erde. Immer diese ganzen Gerüste, die man hier bauen muss. Aber das gehört halt dazu, Leute, ne? Das gehört halt dazu. Vier. Ich glaube, ich baue die jetzt einfach so. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Brech mir jedes Mal ein Bein. Eins, zwei, drei, vier. Ich hoffe, ich habe genug Stacks. Eins, zwei, drei, vier. Ah, ne. Vier. Oh mein Gott, ey, ich muss mal wieder Steine holen. Ich guck mal kurz, ob ich noch ein paar Steine hier habe. Ich habe ja immer so alles in meinen Kisten versteckt, aber so langsam gehen mir die Steine auch zugrunde. Okay. Das sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Obwohl, ich könnte diese Steinstufen erstmal dafür verballern, ne? Nein, komm mal hier in Steinstufe. Das könnte ich tun. Ich habe sonst nirgendwo Stein gerade. Ich musste gerade noch überlegen, ob ich irgendwo noch Stein habe. Komm, können wir die so bauen? Muss ich natürlich jetzt nur gucken, dass ich genau die Höhe treffe. Noch ein, ne? Ich glaube, das könnte passen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich glaube, noch ein, was ist optisch gar nicht so gut einsehbar. Aber obendrauf werde ich, glaube ich, kein Dach machen. Oder ich überlege mir das noch, ob ich da ein Holzdach drauf mache oder ob ich das so lasse. Das dürfte passen, ne? Ich finde das, wenn das oben offen ist, sieht das auch irgendwie cool aus. Der, warte mal, der ist doch ein zu hoch optisch, ne? So müsste das passen. Ach, übertreibt doch mal nicht, ey. Auf so einer Höhe, als würde man sich da was brechen. Minecraft-Logik. So. Schauen wir mal nochmal. Oh, das passt nicht. Ach du Scheiße, habe ich die alle einen höher gemacht? Habe ich die alle einen höher gemacht? What the fuck, Alter? Oh. Der ist auch zu hoch. Boah, ist auch schwierig zu sehen, wenn man diese Stufen setzt. Hä, oder ist das optisch? Das täuscht doch, oder? Ach, ich baue das erstmal. Ich glaube, das täuscht. Komm, Erde weg hier. Boah, wie schnell hat man bitte schon wieder Hunger, wenn man hier baut? Ich glaube, Easy Game hat wieder auf normal gestellt, glaube ich. So. Oder hat er auch nochmal gest. Ne, auf leicht. Ach, krass, ey. Ein bisschen baut man was hier und direkt ist man halb am Verhungern. Übertrieben gesagt. Boah, krass, ey. Jetzt sind die Stufen gleich auch schon hier alle weg. So. Ah, hier muss ich. Ja, genau, hier muss ich noch höher. So, so. So. Und hier muss ich jetzt mit den Slabs zwei höher. Okay, hier, da passt das doch. Nur der hintere ist noch zu groß, ne? Der dürfte noch zu groß sein. Moment.
So dürfte das passen. Komm, machen wir mal. Ah, ne, hier mache ich den Torbogen noch nicht dran, weil ich weiß ja noch nicht, ob das das Ende ist. So. Gut. Okay, schauen wir uns das Ganze noch mal jetzt ein bisschen an. Ah, ich gucke mir erstmal aus diesem Blickwinkel hier an. Ja, ich denke, ich werde da vielleicht doch ein Dach drauf setzen. Dann sieht das so ein bisschen aus. Also, ich werde so das Dach machen wie bei dem Haus vielleicht. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall kommen wir gut voran, Leute. Optisch finde ich das auch ganz cool, wie so eine kleine Stadtmauer, auch wenn wir hier schon so eine große haben. Genau, und das werde ich dann um diese zwei Häuser und den Turm noch ziehen. Doch, ich finde das cool. Doch, mir gefällt das ganz gut. Jo, Leute, ich würde mal sagen, das war's mal wieder mit einer Folge von Minecraft Leben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.